Digga, das Intro. Ich muss doch Intro machen, Bruder. Du kannst doch nicht im Intro stören, Junge. Doch. Und damit, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen hier zurück auf meinem Zweikanal. Und heute habe ich hier mal einen Gast am Start. Kevin, willst du was sagen? Hallo! Na? Was geht? Ey, Digga, ich bin fast tot. Hör auf hier. Ja, auf jeden Fall, Leute. Ich habe mir gedacht, heute zeige ich dir lieben Kevin meine Insel. Denn die Insel ist ja mittlerweile echt schon wirklich groß. Wo ist das Ei? Das Ei zeige ich dir gleich. Bevor wir anfangen, Leute, wenn ihr neu seid, lasst sehr, sehr gerne jetzt mal ein Abo da. Like das Video, kommentiert immer gerne Tipps und Tricks. Wir sehen uns wieder in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, Kevin, wir können direkt mal anfangen. Und dann gebe ich dir direkt mal hier eine Führung in meiner Insel. Du wolltest als allererstes das Ei sehen, richtig? Ja, bitte. Ja, dann kommen wir mal ins Boot hier rein. Kann ich damit rein? Ja, natürlich. Ah, cool. So, wow, jetzt sind wir einfach zusammen in einem Boot. Ja, jetzt schwimmen wir erstmal hier kurz um die Insel herum und fahren erstmal in unseren Hafen rein. Fangen erstmal nämlich in der Mitte an und arbeiten uns dann von innen nach außen. Ne? Aber der erste Eindruck von der Insel, sag mal so von 1 bis 10. 10. 10, ja, ich finde auch echt nicht geil. Krass. Die ist echt gut gemacht. Die ist echt geil geworden. Du würdest ein Ei ja sehen. Komm, dann zeige ich dir mal dein Ei. Dein Ei steht nämlich genau hier vorne. Schau mal, hier ist dein Ei, Kevin. Boah, ich bin einfach in deiner Welt drin. Das ist ja geil. Was steht da vorne? Grüße an das Kevin-Ei. An das Ei Kevin. Ja. Hä? Übel cool. Das, ja. Kann ich auch auf meinen Eimer drauf gehen? Ja, du kannst auch gern drauf kacken, wenn du willst. Nee, Lenny, da so eine Aufnahme machen wir nicht wieder. Nein, du kannst ja immer drauf gehen. Ich bin der Eierkönig. Der Eierkönig. Okay, perfekt. Ich lege gerade 10.000 Eier. Okay, wir können weitermachen. Oha! Hör auf! Ja, er tötet mich einfach. Hallo, wo bist du denn jetzt? Hast du Fleisch geklaut oder was? Nein. Schau mal hier, das ist eine kleine Basis. Du kannst, du willst gerne mal hinten dann zu der Truhe gehen. Hinten ist nämlich eine Truhe. Die kannst du dir gerne mal snacken, wenn du... Oh Gott! Junge, Digga, hab ich mich gerade erschrocken. Ey, hallo, 31er, lass mich hier mal raus. Komm hier, warte, ich komm auch mal drunter hier. So, warte. So, jetzt kannst du mal rumgehen. Ist das so eine neue Art von Leiter? Nee, das gibt's schon länger eigentlich, tatsächlich. Das ist jetzt nichts Neues eigentlich. Hä, aber krass. Das hat sind dann so Bambus-Dinger halt so, ne? Aber ist ganz cool, die Falle, oder? Nein! Was machst du denn? Bist du eingesperrt? Ich wollte noch mal gucken. So, ja, dann würde ich sagen, kannst du einmal jetzt hier hinten... einmal da in die Truhe schauen. Ja, da ist nichts, siehst du hier. Ja, gerne, dann lass weiter, Kevin. Mhm. Junge, ich bin gleich tot. Ich hab ein halbes Herz. Was, du hast ein halbes Herz? Ja. Lol. Mann, ich will doch nur deine Insel angucken. Dann würde ich sagen, ja, Kevin, geht's weiter auf jeden Fall. Wir haben nämlich noch einiges hier zu entdecken. Als nächstes, komm mal her. Stell dich einmal bitte hier hin. Da hinstellen. Hier hinstellen, bitte. Bleib da stehen, genau. Genau, bleib da stehen. wie sind wir denn jetzt hier reingekommen? Guck mal nach oben, jetzt, da oben ist jetzt zu. Also auf jeden Fall, das hier unten ist so meine Unterwasserbase. Oha, also, krass. Du siehst ja, hier gibt es auch einiges zu entdecken. Aber ich will dir auch gar nicht alles zeigen, weil ich habe mir gedacht, du kannst mir ja heute direkt mal helfen, oder? Was hältst du davon, Kevin? Bleib stehen jetzt, lass die Blumen in Ruhe. Nein, von wo hast du die geklaut? Hast du die irgendwo runtergeklaut? Da hat der Kevin, du klaust hier nicht meine Blume. Mach die Blume wieder da rein. Mach die Blume wieder da rein. Mach sie. Mach sie rein. Die Blume. Jetzt komm mit, komm. Na! Also, Kevin, du kannst mir bei folgenden Sachen. Wo bist du hin? Ich bin hier. Ah, hallo. Du kannst mir heute bei folgenden Sachen helfen. Komm mit. Leg die Blume hin. Leg die Blume hin! Mann! Okay, also, und zwar machen wir heute folgendes. Und zwar will ich heute hinten meine Villager-Insel weiterbauen. Das heißt, du kannst mir dabei heute helfen, weil wir müssen noch einiges an Materialien ransuchen, weil ich will da auf jeden Fall noch ein paar kleine Dekorationen bauen. Und ja. Und ja, da kannst du mir auf jeden Fall helfen. Das heißt, ich würde jetzt anfangen, schon einfach mal ein bisschen was zusammenzusuchen. Und auch übrigens ist mein Freund, kennst du den schon? Den hier? Wer ist das? Rüdiger? Naja, den kannst du auch ruhig mal an. Ah! Hä? Lass mich! Lass mich! Das ist ja eingesperrt, Junge, du Ehrenloser. Junge, er ist voll sauer, Rüdiger. Wer ist er hier? Also, wenn du.
Das ist ein Villager, das ist mein Freund. Gustav. Das ist Gustav, genau. Also wenn du willst. Ist Gustav im Wasser, der Arme. Der mag das da, der badet gerne. Weißt Junge, du? Guck mal, wie sauer er auf mich ist. Er will mich gerade so richtig hauen. Digga. Kleiner 31er. Auf jeden Fall kannst du mir heute bei folgenden Sachen helfen. Und zwar, du könntest eigentlich schon mal das Feld hier nämlich ernten, ne? Und das neu anpflanzen, ne? Und ich gehe so lange schon mal hinten, ne, Materialien zusammensuchen, weil ich nämlich da hinten die Villager-Insel weiterbauen will. Das heißt, du kannst schon mal das Feld hier ernten, wenn du willst. Und kannst dann gleich auch noch ein bisschen Holz sammeln gehen, wenn du willst. Damit könntest du mir auf jeden Fall heute sehr, sehr helfen. Mhm, okay. Okay, dann machen wir das. Weil dann gehe ich nämlich schon wieder zurück und schwimme schon einmal zu meiner Insel hin. So. So, also ich soll jetzt hier das ganze Feld machen, Lenny, ne? Das ganze Feld kannst du einmal abernten, genau. Okay, ich gehe noch eben ganz kurz einmal aufs Klo und dann fange ich an. Ich bin ja eh relativ schnell durch. Bis gleich. Alles cool. Bis gleich. So, Freunde. Ich bin jetzt gerade einfach nur gemutet. Ich gehe natürlich nicht auf Toilette. Ich werde jetzt gleich nämlich Folgendes machen. Ich werde hier erstmal natürlich nur so auf Alibi-mäßig ein bisschen das Feld machen. Aber ich habe heute einen kleinen Plan. Ihr wisst ja, Lenny prankt mich natürlich immer ganz gerne in Stumble Guys, ne? Aber er hat ja auch ganz oft meinen kleinen Bruder geprankt in letzter Zeit. Und ich dachte mir jetzt einfach mal, es ist jetzt einfach mal so eine Rache dafür, dass er alle Leute immer prankt. Und ich dachte mir, dass ich einfach mal seine ganze Insel in die Luft jage. Ich werde gleich nur so ein bisschen, so mäßig, nur Baumfarm. Ein bisschen, Holz holen. Aber dann parallel nicht Holz holen, sondern mich unter die Erde graben. Mit Game Mode, weil ich habe nicht auch OP-Recht auf dem Server, werde ich mich dann gleich unter die Erde gehen. Und einfach mal die komplette Map unten mit TNT auffüllen, dass seine komplette Insel einfach mal explodiert. Das wird auf jeden Fall ganz witzig. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal wieder zurück. So, Lenny, ich war jetzt gerade kurz auf Klo. Jo, okay. Also, ja. Was soll ich jetzt gleich nochmal machen? Ich soll Holz holen, ne? Hast du gesagt? Du kannst so Holz machen. Also, wenn du das Feld geerntet hast, neu bepflanzt hast, kannst du eigentlich Holz holen gehen, genau. Okay, und wo soll ich die Sachen hin tun, die ich vom Feld habe? Kannst du einfach in die Truhe hinten da irgendwo reinmachen bei mir im Haus. Und ich muss halt sowieso nämlich noch ein bisschen Stein. In dieses Haus, was hier steht? Ja, genau. Das ist ja dieses, also mein großes Haus da, wo so Truhen und so auch drin sind. Ah ja, genau. Ja, okay. Ich muss sowieso noch mal kurz zu dir kommen, weil ich nämlich kurz ein paar Steine holen muss auch. Du kannst dir ruhig auch ein paar Tools und so craften. Ich habe noch Diamanten in der Truhe so drin. Mach dir ruhig so eine Dia-Spitzhacke oder eine Dia-Axt oder so. Das ist einfacher für dich zu farmen. Essen kannst du dir auch mitnehmen, also bedien dich ruhig auf jeden Fall. Ich nehme mir mal so eine Eisenaxt und so Eisen. Ausrüstung wenigstens. Ja. Und dann nehme ich mir nochmal. Oh, hallo. Hi. So, und dann gehe ich erstmal. Dann gehe ich erst jetzt mal auf die Jagd, Lenny, und hole ein bisschen. Ich nehme mal was zu essen mit und dann hole ich mir. Ja, klar. Was zu essen kannst du auch mitnehmen. Ich gehe jetzt schon mal hinten weiter. Das Villager-Haus weiterbauen auf jeden Fall. Jo, easy. Mach das mal. So, ich mache mir noch so ein paar Brote, würde ich sagen. Das kannst du auch machen. Brote auch wichtig. Und dann zimmer ich jetzt hier schon mal den Boden hier rein im Villager-Haus. So, ich gehe dann mal nach da hinten in diesen Wald, oder? Ja, das kannst du machen eigentlich. Okay. Einfach ein bisschen Holz sammeln. Alles genau. Klar, dann gehe ich jetzt mal los. So. Boah, was kann ich hier reinmachen? Ey, hast du überhaupt schon mal so Minecraft Survival gespielt? So schnell hast du mal so eine Insel gebaut oder so ein Haus oder sowas in Survival jetzt? Ja. Echt? Du schon mal Survival in Minecraft gespielt, ja. Lol, wie lang ist das her? Boah, da war ich so 11. Lol, echt? Ja, schon echt lange her. Lol, okay, krass. Okay. Ja, aber ich finde so meine Welt bisher, die ist ganz okay eigentlich. Die ist nice, oder? Ja. Lol, warum bist du so abgelenkt, Digga? Du musst noch ein bisschen Holz sammeln, Junge. Du bist voll konzentriert beim Holz sammeln, Alter. Ja, Digga, ich überlege gerade, wo ich am besten hingehe zum Holzfarmen. Hier ist, ich wäre nicht irgendwie hier bei dir kaputt, Mann. Das wäre frech. Ach so, nee, alles gut. Einfach ein bisschen im Wald halt, in der Nähe. Kannst du irgendwie ein bisschen schauen. Ist kein Problem. Alles gut. Okay, ich muss mich mal hier ein bisschen überlegen, wie ich da am schlausten das Holz dann hole. Hä? Was musst du da überlegen? Einfach halt abbauen so, ne? Ja, Junge, du setzt mich hier voll unter Druck, dass halt deine Minecraft-Welt. Ich will jetzt hier keine Faxen machen. Hey, nee, alles gut. Du brauchst jetzt auch nicht so. Du musst einfach lange nichts kaputt machst, ist alles gut, Digga. Okay, easy. Ich bin hier auch gerade dabei, wie gesagt, das ist die Villager-Insel weiterzubauen. Und wird echt geil. Wird halt so eine Insel nur für Villager. Ich hab hier Holz. Das ist jetzt das erste Holz, was ich habe. Nice. Lol, okay, dann baut das irgendwie mal ab. Was für ein Holz? Ist das Fichtenholz, Tropenholz, Eichenholz? Fichtenholz. Kannst du es gebrauchen? Ja, Fichtenholz kann ich gebrauchen, ist okay. Da will man hier noch einen kleinen Weg lang ziehen. So, zack. So, ja, genau. Nee, also das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Die Villager-Insel wird richtig geil. Hab ich Bock drauf auf jeden Fall. Wie craftet man nochmal so. Ah, okay. Ja? Gut. Ich war mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie man eine Axt craftet. Was? Ja, Digga, ich hab meinem Gehirn gerade gelaggt, sorry.
Loi, eine Axt? Ja, manchmal braucht man halt so ein bisschen Nanny, ne? Ah, okay. Ja, alles gut. Bin ja auch schon ein bisschen älter. Du bist ja schon ein bisschen älter, wollte ich gerade sagen. Bin auch schon ein alter Mann. Ja, okay. Ich weiß nicht, so 2-3 Stacks Holz sollte eigentlich reichen, Kevin. Muss auch nicht so krass viel sein. Ein bisschen einfach halt so, ne? Jo, easy. So. Bin hier gerade schon voll am Abbauen. Hey, das freut mich. Ey, das finde ich auch korrekt, wenn du es mir ein bisschen hilfst heute. Das ist voll korrekt. Da brauche ich mal es alleine machen, so, weißt du? Geht einfach alles. Wie lange Arbeit hast du schon an deiner Map hier jetzt gesessen? Locker schon so 20 Stunden, denke ich. Oh, das ist lang. Ja, das ist schon lang. So, längst jetzt ja nebenbei auch noch so viele andere Sachen machst du. So nebenbei, so in der Minecraft-Feld, so mal so 20 Stunden, ist schon lang auf jeden Fall. Ja. Weil hier schon jemand anders war zu Gast in deiner Minecraft-Feld? Ja, Pat war mal zu Gast. Aber den lasse ich nie wieder drauf. Der hat meine Insel einfach kaputt gemacht, mal. Das war richtig ehrenlos, Bro. Der hat einfach überall TNT hingemacht und alles hochgejagt, Digga. Echt jetzt? Ja, ja. Also, das ist richtig ehrenlos. Außerdem lasse ich ihn nicht mehr drauf, so. Deswegen ist mir auch wichtig, dass hier niemand was kaputt macht, so. Deswegen lasse ich auch nur vertraute Personen drauf, weißt du, wo ich weiß, oder kann ich mich drauf verlassen, so. Ja, ja, klar. Verstehe ich. So, das ist eigentlich schon ganz nice hier. Jetzt können wir auch noch einen Weg vielleicht rüberziehen. Genau, zack. Boah, die Village Inn sieht so geil aus, Digga. Also, ich finde das. Ich weiß nicht, also, den Leuten, denen gefällt das auch richtig. Die haben immer richtig Bock beim Zuschauen. Die Zuschauer finden es auch richtig, so eine Insel hier. Ist jetzt schön gemütlich. Jetzt überlege ich gerade, ich kann eigentlich schon mal innen ein bisschen was einrichten, ne? Das heißt, ich snack mir schon mal ein bisschen Stuff für die Inneneinrichtung. Ich könnte eigentlich noch ein paar Blumentöpfe holen. Wie viel Holz hast du schon, Kevin? Hm? Wie viel Holz hast du schon? Gleich einen Stack schon mal voll. Ist gut, oder? Was, du hast erst einen Stack? Lol. Ja, ich bin halt nicht so schnell, Bro. Ach so. Okay, nö, alles cool. Hat ja keine Eile, alles cool. Okay, das haben wir auch. Nee, also keine Ahnung, also ich versuche halt hier, versuche ich immer auch ein bisschen was Neues zu bauen, das ist halt die Insel auszustellen, wie möglich halt immer schön wächst. Weil ich will hier irgendwann so richtig krasses Dorf halt haben, weißt du, was eine richtig schöne große Insel wird. Mhm. So, jetzt muss ich mal ganz kurz zurück zu meiner Insel und noch was holen. Ich weiß gar nicht, Soll ich dir vielleicht dann auch beim Bauen eigentlich helfen? Nö, alles gut, fahren wir jetzt mal ein bisschen. Bauen kriege ich, denke ich, hin. Hast du eigentlich Essen mitgenommen? Ja, oder? Ja, ja, alles gut. Okay, ich wollte nur fragen. Okay, ein Truhe kann ich auch mitnehmen für die Inneneinrichtung. Fässer auch wichtig für die Inneneinrichtung. Da vielleicht noch ein paar Öfen oder so. Kann ich vor Ort noch bauen, wenn denke ich ganz geil. Sehr nice. Okay, dann noch ein paar Weizensamen. Ich habe Weizensamen immer alle weggeschmissen, weil ich die nie gebraucht habe. Jetzt habe ich am Ende einfach keine. Das ist ja richtig grundlos. Ich kann aber eigentlich auch so Karotten anbauen. Wo baue ich halt Karotten an? Geht auch. Bau mal Karotten an. So, okay, haben wir auch noch ganz viel Weizen. Okay, dann passt das ja. Ey, hast du jetzt eine Eisenaxt mitgenommen oder hast du mitgenommen für eine Axt? Was für eine? Ja, ja. Hey, Digga, was machst du denn? Du bist so angestrengt, Digga. Was machst du denn, Junge? Junge, was willst du von mir? Ich bin hier gerade voll konzentriert beim Baum abbauen. Ich höre aber nebenbei ein bisschen UFO. Konzentriert beim Baum abbauen, was? Lol. Ich mach das mal im Halbschlaf. Ja, du bist ja auch lost. Du bist halt nicht konzentriert. Konzentriert beim Baum abbauen, Digga. Ich werde nicht mehr konzentriert beim Baum abbauen. Ah ja. Hier machen wir ein Blümchen drauf. Zack. So, genau. Da können wir hier noch eine Truhe machen. Und sonst so, Lenny, was macht das Leben so? Ja, nö, alles cool eigentlich. Also, alles fit. Alles wie immer. Alles bestens. Ich schau halt, wie gesagt, gerade hier, dass ich meine Village-Haus ein bisschen weiter gebaut kriege. So. Ich baue ja gerade auch komplett random einfach so, wie ich Lust habe einfach. In der Richtung ist eigentlich ganz gut geworden bisher. Vielleicht noch ein paar Öfen. Wie viele Stacks hast du jetzt schon? 3. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Ein paar Öfen kann ich hier eigentlich reinmachen irgendwo vielleicht. Warte mal. Vielleicht hier noch einen Ofen reinzimmern. Und oben mache ich auch mal hier noch einen Ofen hin und 2 Fässer. Und dann einfach hier nochmal. Ja, der Lenny. Ja, was los, Kevin? Hallo. Hä? Was? Warum hallo? Ufo, 3, 6, 1. Okay, also ich bin gerade bei der Innenrichtung. Läuft eigentlich ganz gut. Junge, ich werde nicht alt. So. Ey, Ufo, also. Ist geil, so wie meine Stadt. Was flitierst du gerade? Pass auf, wen du liebst. Pass auf, wen du liebst. Ja, das ist ein Macher-Song. Der ist geil. Dein Favorite-Song aktuell von Ufo, hau mal raus. Nee, das ist der Herkommenslein. Auch wenn du nicht reich bist. Und dein Lambo ist gemacht. Und wenn es regnet, so. Ja, das ist die Leute, die Laternen wechseln. Oh, ich wollte noch Laternen. Ich muss kurz mit ein paar Laternen holen gehen. Ey, dieses Abbauen ist echt chillig, bin ich ehrlich. Holz abbauen? Ja, ist so beruhigend für meine Seele. Ich mag das gar nicht, Digga, sag ich dir ehrlich. Ich mag es überhaupt nicht, Holz abbauen. Nein, nein. Boah, immer Laternen. Hab ich noch Laternen. Zack. Wo bist du eigentlich gerade, Kevin? Ja, da hinten, da bei deinem Urwald. Ach so, okay. Drip, for real. Geh ich mal hier wieder weiter. Ich guck mal noch kurz ein Boot. Ich hab kein Boot mehr. Ich hab kein Boot mehr. Kevin wird jetzt auch Rapper, ich merk schon. Ich hab kein Boot mehr. Kein Boot mehr.
So. Yeah, 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 yeah. Okay, ich habe kein Boot mehr. Ein paar Laternen hinmachen. Denn das Boot ist leer. Das ich habe kein Boot mehr. Ach, ich mache gerade einen neuen Song. Ah, ja, der hört sich ja sehr cool an, Kevin. Ich bin stolz auf dich. Woohoo. Ja, wir sind Rich Rich. Chanel Bag Vintage. Also, Kevin, meine Inrichtung ist sehr, sehr geil geworden. Kannst du mir schon mal ganz kurz den ersten Stack Holz bringen? Ich bräuchte nämlich gleich mal. Ja. Yep. Aber ich bin ein bisschen weiter weg. Ich muss gleich mal erstmal gucken. Ich warte auf der Insel einfach, bis du kommst. Jo. Ich warte hier beim Ei auf dich. Beim Ei. Oh, ja. Die Villa und die Yacht ist auch so geil, ey. Das sieht alles so geil aus, meine Insel. Meine Insel ist echt geil, sag dir ehrlich. Jedes Mal, wenn ich hier drauf komme, denke ich mir so, Digga, was hab ich hier eigentlich Geiles gebaut? Auch das Baumhaus oben, Digga. So geil, Junge. Alles passt genau da so perfekt hin, wo es ist. Weißt du, alles ist so da, wo es hin soll. Hey, wo bist du, Kevin? Kommst du? Digga, ich hab doch gesagt, ich bin ein bisschen weiter weg. Ich beeile mich. Okay. Ja, dann komm mal gleich hier auf jeden Fall, dass du den ersten Deck Holz bringen kannst. Aber das Boot steht noch hier. Hey, bist du nicht im Boot los? Nee, ich bin geschwommen. Lol. Okay. Okay, okay. Okidoki. Kommst du jetzt langsam? Wie lange bist du? Wo bist du denn, Digga? Da hinten ist doch weit, Bruder. Wie weit bist du denn weg? Ja, warte mal. Vielleicht guckst du in die falsche Richtung. Ja, jetzt komm mal langsam. Ja, warte. Eliante. For real. Ha. Süß. Kevin, wo bist du? Dün. Hä, wo? Ich seh dich aber, ich seh dich immer noch nicht kommen, Kevin. Kevin? Ja. Hey, ich bin gleich da. Okay. Kevin! Ja! Wo bist du? Ich warte hier auf dich die ganze Zeit schon. Wo bist du denn? Ja, ich warte hier am Steg auf dich. Hä? Wie, hä? Ach da, hä, wo bist du denn? Ja, Digga, ich steig bei deiner Insel noch nicht ganz durch. Ach da, Digga! Junge, hä? Ich bin einmal im Kreis gelaufen. Hä, wo bist du denn Holz haben? Von da drüben oder was? Ja, Digga, ich weiß auch nicht mehr. Ich habe die komplette Orientierung verloren. Dann gib mir her das Holz. So, ich habe jetzt doch Eichenholz gesammelt. Ich dachte Fichtenholz. Ich habe mich vertan. Ich will jetzt nochmal losgehen, okay? Okay, alles cool. Brauchst du kein Boot? Nee, ich war ja hier in der Ecke, hier hinten. Wo? Zeig mal. Da hinten. Hä? Aber das ist doch kein Eichenholz, das ist alles Dschungelholz. Ja, da hinten, bin da halt voll durchgelaufen. Ah, lol. Okay. Dann mach das. Ja. Mach weiter, alles cool. So, gut. Dann kann ich das weiterbauen. Was machst du jetzt? Ich gehe jetzt noch ein bisschen weiterbauen an meinem Häuschen da auf jeden Fall. Aber du willst, kannst du eigentlich kurz mitkommen und mir da helfen, wenn du willst. Nee, ich muss Holz abbauen. Okay, dann geh Holz abbauen. Dann geh weiter Holz abbauen, Kevin. Alles cool. Kevin, eigentlich sind wir fertig, wenn ich überlege gerade. Also das Holz, das werde ich dann fürs nächste Mal aufbehalten, weil ich noch was Geiles bauen werde auf jeden Fall mit. Aber vom Prinzip her sind wir soweit durch. Also ich habe das geschafft, was ich schaffen wollte. Du hast ein bisschen Holz für mich gesammelt. Jetzt könntest du eigentlich nur kurz zu mir kommen und dann können wir dann nochmal kurz anschauen, was wir so Schönes gezaubert haben und dann sind wir eigentlich fertig, Kevin. Na, ich habe ja nur Holz abgebaut, ich habe ja jetzt nicht so wirklich viel gemacht. Ja, aber ich will dir noch kurz hier zeigen, was ich so gebaut habe oder du. Ja, oh. Warte, ich komm gleich wieder, ich hole nochmal ein bisschen Holz. Okay. So. Ich bin fast fertig mit Abbauen. Jupp, okay, das freut mich. Okay, ich bin ready, ich warte auf dich, Kevin. Ich bin hier auf der Insel und warte auf dich. Eliante, bling. For real. Yeah. For real. So, ja. Bro, Kevin, so, ich bin fast fertig, Lenny. Bro, das ist absolut. Ich muss dir gleich noch irgendwie was zeigen. Ich habe irgendwie sowas Komisches gefunden, tatsächlich. Okay, lol. Okay. Ja, ich habe dir ja gesagt, wo ich hier die ganze Zeit farmen war. Ja. Also, ich habe jetzt noch neues Holz geholt. Das bringe ich dir auch mal ganz kurz. Eine Sekunde. Nee. Bro, wie eine Sekunde? Ich warte, Kevin. So, warte. Ich bin sofort da. Ja, ich bin auch da. So, ich komme. Wo bist du denn? Auf meiner Insel halt, ne? Ah, hier. Jo, komme. Ah, da bist du. Jo, was geht? So, hier ist einmal dein Holz. Hä, das... Lol, das ist aber jetzt noch Holzbretter. Ja, ich hab die schon gedingst. Wie heißt es immer? Hä, aber ich brauch Holzstämme. Egal. Aber trotzdem, danke. Alles gut. Okay. Ja, komm mal mit. Du hast doch gesagt, du hast mit Pat irgendwas aufgenommen, ne? Was? Wie meinst du? Bist du hinter mir? Ja. Hier ist nämlich so eine komische Druckplatte. Ja, warte mal, warum zündet das? Warte mal, ist da TNT drunter oder was? Ja, oh mein Gott. Hä? Kevin? Ja, Bro, warte mal, was hast du gemacht? Kevin! Ja, warte mal, Kevin! Bro, warte mal, was hast du gemacht? Kevin! Kevin! Nein! Bro, hä, ist der Server abgestürzt? Nein! Du hast die komplette Insel TNT, bist du... Du warst in Kreativmodus, du Hund! Nein! Ja. Nein! Oh mein Gott, das hast du nicht gemacht!
Bro, nein! Okay, ist irgendwie das so hast Loch du nicht wirklich gemacht! Hä, was? Mal, da unten kannst du so eine Unterwasserbasis vielleicht nochmal bauen. Bro, du hast meine komplette Insel kaputt gemacht! Junge, du prankst mich immer die ganze Zeit und meinen kleinen Bruder, Digga, das ist jetzt die Rache. Nein, Bro, das geht wirklich zu weit. Schau mal, jetzt kannst du da unten so eine Unterwasserbasis bauen, also so eine Unterhöhlenbasis bauen. Digga, das hast du nicht wirklich gemacht, oh mein Gott. Bro, das hast du nicht wirklich... Bro, weißt du, wie viele Stunden ich da rein investiert habe? Du hast doch gesagt, 20 Stunden oder so, oder? Bro, hier ist alles kaputt, alles! Ja, da kannst du so, da unten kannst du so eine Basis bauen und, Warte mal ganz kurz. Ben IP? Was? Nee, hallo! Benny? Achso, Kevin, ganz kurz, ne? Du weißt schon, dass ich ein Safe von der Welt hab, so, ne? Und ich ein Backup hab, so. Vollidiot. Digga, ich kann so lost sein, Alter. Du ekliger. Du Ehrenloser! Ich hab ein Safe von der Welt! Wahrscheinlich juckt mich das, Digga. Ich hab doch ein Backup, du Vollidiot. Du Schlingel, Alter. Du kleiner 31er. Wie du hier alles hochjagen wolltest. Du Ehrenloser, Digga. Das wirst du so wiederkriegen. Du wirst so Rache bekommen, Digga. Das sage ich dir, Alter. Du kleiner 31er. Hat der alles kaputt gemacht. Er denkt, ich habe kein Backup von der Welt. Ehrenloser. Jetzt hab ich dich gebannt, Junge. So ein Ding ist das. Kleiner Hund, Junge. Kann ich nochmal auf den Server drauf? Nee.